Frühstück, Joint. Mann, ist das ein Fuck hier. Ich kotz ab, Mann. Guck dir bloß diesen winzigen Pissrest Gras an. That's tired. Verdammt. Scheiße, mein Gras. Da. Irgendwo eine Zigarre. Oh, nö. Fuck, fuck, Pisse! Fuck, fuck! Hast du ein Blunt? Hast du Gras? Mann, dieser Duft ist ja echt die Hölle, Alter. Ich bin Jamal. Peace, Salas. Du willst also auch was, um die Nerven ein bisschen runterzuholen, Bruder? Ich hab mir gedacht, wenn ich High lerne und High da reingehe, hol ich den Highscore. Klar? Klar. Klar. Guck mal, das Auto. Brennst da drin? Ja, Alter. Das Zeug ist krass. Das krasse Zeug heißt Ivory. Das ist krass. Das ist Ivory. Geht das ab, Mann? Krasses Zeug. Fett. So, ich mal her, das Gerät. Die Tüte hat der Kerl auf dem Rücksitz, Mann. Der Kerl auf dem Rücksitz? Was ist denn das für ein Scheiß? Was geht, mein Alter? Das ist Ivory. Nein, das da ist Ivory, Mann. Ivory! Oh, shit! Fahr ich mich, Mann! Silas, ganz cool! Ganz cool! Silas! Ganz cool? Was läuft denn hier für ein Scheiß? Du hast gefährlich, tot zu sein! Ich bin tot, aber das passiert, wenn du deinen Kumpel rauchst. Du dicke Scheiße! Mann, das probiere ich auch. Silas, entspann dich. Können wir das an deinem Auto besprechen? Ich weiß, wie du eine hohe Punktzahl holst. Ich geh durch Wände, 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 Wände. Fass mich nicht an, Mann. Ich bin's, Alter. Was machst du in Eif? Eine Runde rumrennen und die Lebenden verarschen, was? Nicht doch, Bruder. Ich bin deinetwegen gekommen. Aber die Sache ist die, man kann mich nur sehen, wenn man mich kifft. Ich kenne alle Antworten. Ich kann Leute konsultieren. Sokrates, Nietzsche, sogar die Erfinder von diesem Test. Erzähl mir doch keine Scheiße. Mach ich nicht. Ich hab doch versprochen, ich halte die Hand über dich, selbst wenn mich ein Bus überfährt. Was quatschst du da? Ich hatte überhaupt keinen Bus überfahren. Ich lebe. Ich kann meine Beine nicht spüren, aber ich lebe! Kumpel, du hast das voll vorhergesehen. Ja. Also, was willst du hier? Mich mit einer Braut verkuppeln, die unter Garantie keinen Würgereflex kriegt, ha? Noch besser. Ich helfe dir bei der Prüfung. Wenn wir wieder rauskommen, klopft echt jedes College im Land an deine Tür. Au! Au, shit! Ich bin noch nicht fett genug, glaube ich. Er ist ein Geist, Mann. Hm, cool, damit ist ja alles klar. Warum sagst du mir das nicht, bevor ich mir meinen scheiß Schädel einrenne?